So, wir zeigen hier jetzt, wie wir die Rähmchen und die Falz mit dem Stockmeißel von Bienenwachs entfernen können. Und das ist übrigens auch aus zwei Gründen wichtig, weil einmal habt ihr hier einen Rohstoff in der Hand, damit könnt ihr Bienenwachs sammeln und das dann auch später klären. Und wenn man das jedes Mal konstant macht, hat man halt Ende des Jahres wirklich wesentlich mehr. Kleinvieh macht Mist. Und der andere Vorteil ist, wenn ihr das nicht kratzt, wird es immer mehr. Und dann haben die Bienen ein Problem, eigentlich nicht die Bienen, sondern ihr. Weil wenn ihr die Tiere dann bearbeiten wollt und da oben ist alles verklebt, dann quetscht ihr halt eure Honigbienen. Und gequetschte Honigbienen machen auch ein gestresstes Bienenvolk. Dann gehen die Tiere vermehrt in Angriff rein. Ist dann gut für gar nichts. Deswegen macht ihr das bitte, diese Sachen hier abkratzen. Und wenn ihr das Wachs nicht braucht, dann denkt ihr lediglich dran, dass wenn ihr das nicht macht, dass dann eben die Quetschzonen innerhalb der Bienen größer werden. So, schaut mal, alles jetzt schon mal mit einmal weggemacht. Ups.